Der kommt aber nicht auf die Pizza. Warum nicht? Und danach habe ich Luna gesehen. Ja. Ja, ich stehe hier immer noch. Aber ich suche jetzt erstmal die Pizzen raus. Ach, Neid. So. Pizza, was hab? Okay, das seht ihr nicht, Gott sei Dank. Von meiner Adresse prangt der nämlich schön drauf. Wie viel Privatsphäre möchten Sie, Alderia? Nein. Estinion hat das immer noch nicht gelernt, mit Geld umzugehen, ne? Habe ich so festgestellt. Ja. Iron! Hallöchen! Wie geht's dir? Ach ja, ich muss ja die... Hallo, Iron! Ich muss ja auch gleichzeitig aber das andere... Na, das kann ich auch darüber öffnen. Hab ich halt zweimal offen. Ich muss ja die Abstimmung machen. Damit ihr ja auch entscheiden könnt, welche Pizza ich essen soll. Kaputter, wir haben fünf Krankmeldungen. Boah. Ja, fünf sind echt heftig. Abstimmung verwalten. Neue Abstimmung. Welche Pizza wird es heute Abend? So, jetzt muss ich erstmal gucken. Also, was haben wir denn an Pizzen? Okay, einmal. Iron, kannst du dich nicht benehmen? Werden die so geschrieben? Oh mein Gott. Wozu? Bitte einmal Copy-Paste, danke. Will mich nicht blamieren, indem ich was Falsches dahin schreibe. Okay, war richtig geschrieben, Gott sei Dank. Pizza Sardellen. Eklig. Pizza Sardellen. Ach nee, das sind Sardinen. Und der ganz Gestank. Viele Büchsen Sprotten. Der Gestank, der stinkt. Das sind... Oh nein. Das sind... Was? Das sind Sardellen! Ach ja, die uralte Spot-Verfolge. Also Sardellen oder Sardinen war das? Okay, das passt da sonst nicht rein. Über die erste Plus-Spezial. Eine Pizza Tonno wäre auch mal wieder lecker. Oh, schön lecker Thunfisch, oh ja. 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 Achso, weil du vorhin sagtest, ne, Hauptsache keine Bananen drauf bei uns, also da, wo ich immer bestell, da gibt's eine, die heißt Tropica, da ist Ananas und Banane drauf, also die habe ich auch noch nicht probiert, weil Banane kann ich mir absolut nicht vorstellen. Nee. Ist gar nicht so scheiße. Ich esse ja lieber gebackene Bananen mit Honig beim Boah, Chinesen. Da kannst du nicht mit Frisches zusammentun. Nee, also wenn wir beim Chinesen sind, wenn nichts mehr reinpasst, aber absolut wirklich gar nichts mehr reinpasst, so eine gebackene Banane passt bei mir dann immer. Nee. So. Iron, ich weiß ja jetzt nicht, in welchem Zusammenhang du Bananen mega findest. Wollen wir darauf jetzt näher eingehen? Ja. Wollen wir? War mir klar. Okay, Umfrage ist gestartet. Gönnt euch. So. Das kann immer weg. Oh Gott, es wird ein Battle geben.
nee, doch nicht. Okay. Da will einer, dass ich unbedingt Toro esse. Papa, bist du das? Was? Keine mit Brokkoli. Brokkoli ist lecker. Im Auflauf, ja. Nee. Oder Suppe. Nee, Brokkoli auf Pizza ist richtig geil. Mm. Gibt's bei meiner Oma zum Geburtstag mit Sauce Hollandaise. Wir waren heute beim Party-Service und haben bestellt. Die wird 85 und hat gesagt, wer weiß, ob sie nächstes Jahr noch Geburtstag erlebt. Hat sie erstmal Backpfeife gekriegt und hat gesagt, da bestellt sie lieber, weil sich da hinstellen für 15 Leute und dann noch Essen machen, das schafft sie nicht mehr. Mm. Haha, die Stuhl hat das Buch auf den Kopf gekriegt. So. Eben auf Pizza mit Schinken und Hollandaise. Gäb's auch zur Auswahl, aber ich mag das Hollandaise in dem Laden nicht. Ja, das schmeckt leider nicht überall gleich. Deswegen. Also ich habe tatsächlich bisher in meiner Einkaufsliste für heute Abend Weißwein. In der Hoffnung, dass das ohne Korken ist, sonst habe ich ein Problem. Wieso hast du keinen Korkenzieher? Ich bin zu blöd, einen Korkenzieher zu benutzen. Autsch. Ich bin auch zu blöd, einen Dosenöffner zu benutzen. Und ohne Witz, ich krieg es nicht hin. Ich glaube, ich bin der einzige Mensch, der es nicht hinkriegt. Abgesehen von Kindern. Also vor allem, man gebe mir etwas mit einer Kindersicherung. Ohne Witz, ich kriege es nicht auf mit Kindersicherung. Ich kriege auch diese Steckdosendinger, die man ja reinpackt, wenn man ja am Boden Steckdosen hat, damit die Kinder nicht reinpappen. Ich kriege die Kindersicherung nicht raus. Ich bin zu blöd, die Kindersicherung rauszukriegen. Beziehungsweise, ja, bei den Steckdosen habe ich auch Probleme. Beziehungsweise rauszukriegen oder das Handy reinzustecken und zu drehen. Ich bin zu blöd. Ich bin ein Kind. Ich krieg die Scheiße einfach nicht hin. Ich bin ein Kind. Ohne Witz, ich bin ein Kind. Oder um Omas Putzmittel im Garten. Da hatte sie irgendein besonderes Fensterputzmittel. Ah, nee, das war fürs Klo. Für dieses Klo. Plumpfklo reinigen. Auch Kindersicherung, wo du ja runterdrücken musst und drehen musst. Glaubst du, ich krieg das auf? Alter, ich bin zu blöd, diese Dinge aufzukriegen. Das ist unfassbar. Naja, bei der Weinflasche kannst du es ja so machen wie alle anderen auf Facebook. Mhm. Mit dem Schwert, damit du die ganze Flasche gleich runterplumpst. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Und wenn alles nichts hilft, dann nimmst du dir was, um den Korken reinzustoßen in die Flasche. Das geht auch. Da schwimmt dein Korken im... Hui. Okay. Ja, aber habe ich auch schon gemacht. Da habe ich den Korken auch absolut nicht rausgekriegt. Und habe ihn dann aber rein. Ich weiß ja nicht, wie das gehen soll mit dem Korkenzieher. Zu blöd. Ah, wir machen erstmal nur einen. Okay, so, dann lese ich mal weiter. Ihr habt ja noch ein paar Minuten zum Auswählen. So. Mit der künstlichen Vergrößerung des Spalts wurde aus ihm ein kontrolliertes Nichtsportal. Könntet ihr uns mehr über diesen Aspekt der Geschichte erzählen? Durchaus, doch vorerst muss ich dringend zum Tiegel von Alchimia und die Alchemisten bitten, die Wächter zu ersetzen. Die Alten habt ihr schließlich sehr eindrucksvoll zerstört. Diese schwarze Pforte darf keinen Moment länger unbewacht bleiben. Selbstverständlich, bitte verzeiht die Umstände, die euch durch unser Eindringen entstanden sind. Wird bei der Reparatur oder dem Austausch Hilfe benötigt, so bin ich nur zu gern bereit, den Alchemisten zur Hand zu gehen. Das weiß ich zu schätzen, doch das wird nicht nötig sein. Wie für meinen Marionettenkörper gibt es auch einen gewissen Vorrat an Wächtern, auf den jederzeit zugegriffen werden kann. Na dann. Och, haben Sie keine Portion Wächter? Ja, hier. Vytra hat noch genug.
sehe eine Mappe, ich sehe eine Mappe. Ich sehe keinen, ich sehe keinen. Ich weiß auch gar nicht, wo ihr seid. Oh Gott, ich werde verfolgt. Wir in so einer Masse von Menschen. Wir stehen in einer Masse von Menschen. Gott sei Dank ist kein Kannibale in der Sicht. Der würde sich denken, lecker Menschenauflauf. Lecker, schmecker. Ja, das geht einfach voll unter da, ey. Ja, ich finde auch immer nicht den Punkt, wo ich draufklicken muss, wenn die ganzen Menschen da drauf rumstehen. Halt Z gedrückt. Okay. Dann sollte es eigentlich leicht zu sehen sein. Gott, wird das voll hier. Man merkt, dass die Leute Feierabend haben. Ich frage mich ja, wie lange diese Quests gehen. Bis du sie fertig hast. Ja, aber wie viele es sind. Naja, da es bloß ein Zwischenpatch ist, denke ich mal nicht, dass das allzu lange gehen wird, oder? Naja, ich sitze seit fast 4 Stunden dran. Ach, na gut, ich lese auch, aber Antwort genug. Jetzt machst du mir Angst. Ja, wie gesagt, ich muss ja auch vorlesen. Das heißt, ich bin sowieso langsamer als ihr, die ihr nicht lest. Also, nicht laut lest. Ich wollte gerade sagen, ich lese. Ja, die laut lesen. Das weil ich lesen. Kann lesen. Das ist lesen. Mami, was ist lesen? Sag ich dir nicht. Ach so, scheiße. Dann nicht. Ich denn, sowas sagt man nicht. Ich hab grad mal vier Quests. Vier. Mhm. Ganze 4 ja. Quests. Ich hab doch schon mehr wie 4, oder? Dachte ich bei mir auch, aber es sind 4. Alter, ja, wieso haben wir da den Punkt finden? Wunderbar. Drück mal Z, hat er gesagt. Ja, weiß ich doch. Oh Gott, nein. Bevor ich zum Nichtsportal komme, müssen die zerstörten Wächter ersetzt werden. Ihr habt es sicherlich schon erfasst, doch der Capiculo der Schatzkammer wurde restlos zerstört. Ich fürchte, ich muss um einen Ersatz bitten. Was? Waren es Räuber? Aber nein, sie können den Capiculo niemals eigenhändig... hallo. Der Blick. So. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Alle schämen sich. Nur eine Bier getrunken. Ich habe nur eine Bier. Nur eine. So geil. Restlos zerstört. Bei den Göttinnen. Wie. Voll Panik. Nein. Das tut nicht zur Sache, schätze ich. Wir werden uns sofort um Ersatz kümmern. Nun denn, das Lichtsportal, was wollt ihr darüber wissen? Erlaubt mir, den Anfang zu machen. Das Portal selbst ist aktiv, nicht wahr? In der Tat. Es untersteht gänzlich meiner Kontrolle, versiegelt durch den alchemistischen Apparat. Eine magische Barriere meinerseits. Und ich garantiere, dass niemand Einfluss darauf haben wird, solange ich darüber wache. Die Schatzkammer selbst dient einzig dem Zweck, das Portal zum Nichts zu verbergen. Für eine simple Tür zu einer anderen Welt ist das mächtig viel Aufwand. Von dieser simplen Tür wird, wie du sie nennst, geht eine erhebliche Gefahr aus. Die Schrecken des Nichts könnten durch sie in den Ursprung gelangen. Allerdings ist das Portal so klein, dass kaum mehr als ein Imp hindurchpassen würde, wenn ich nicht gänzlich falsch liege. Selbst wir wären wohl bereits zu groß dafür. Wirklich? Wenigstens Alfino sollte sich doch durchquetschen können. Ja genau, quetscht den armen Alfino durch. Wobei, er hat's verdient. Lolli, ihr habt euch tatsächlich für die Pizza Tonno entschieden. Juhu! Ich habe lange keine Pizza Tonno mehr gegessen. Hätten ihn hindurchquetschen können. Es geht dabei nicht um die Körpergröße, sondern um die Äthermenge, die das Portal aufnehmen kann. Also eher die Größe der Seele.
Aber es ist euch gelungen, das Portal zu vergrößern und eine eurer Marionetten in den 13. Splitter zu schicken, sagt ihr. Ja, anstatt dieses Tor zum Grauen an Ort und Stelle zu zerstören, bat ich die Alchemisten darum, es zu erforschen, es zu vergrößern. Nach intensiven Studien ersannen sie eine Methode, die sich meiner Magie bediente und eben das möglich machte. Doch sie ist längst verloren. Nachdem ich den Entschluss gefasst hatte, meine Suche nach Azdaya aufzugeben, geriet ich mit der Zeit auch die Forschung der Alchemisten in Vergessenheit. Diese Pforte hat längst ausgedient. Als wir einst in den 13. Splitter reisten, stand uns der Kristallturm zur Verfügung. Dank des Pakts mit der Wolke der Dunkelheit hatte er die natürliche Fähigkeit, ein Nichtsportal zu öffnen, zumal ihm gigantische Mengen von Energie zur Verfügung standen. Doch dieser Vertrag wurde nur nichtig, als die Wolke der Dunkelheit zerstob und der Kristallturm verlor diesen Mechanismus. Theoretisch könnte er wiederhergestellt werden, indem ein neuerlicher Pakt mit einem anderen Nichtswesen geschlossen wird. Dies birgt jedoch eigene Gefahren, nicht zuletzt die des Verrats und Betrugs. Ein solcher Pakt ist ein wahrer Tanz auf dem Vulkan, den du ja durchaus gemeistert zu haben scheinst. Doch du bist hierbei die Ausnahme und keinesfalls die Regel. Wir sollten uns weiterhin auf das Portal in der Schatzkammer konzentrieren. Unter Umständen können wir selbst die Suche nach eurer Schwester wieder aufnehmen. Ich wiederhole mich nur ungern, aber es wird keine Suche mehr geben. Ich bin nun gänzlich den Kindern Tavnirs verschrieben. Also, genug davon. Was hat euch überhaupt in Elstals Schatzkammer geführt? Ich bin eigentlich nur wegen Estinien hier. Ja. Ach ja? Wer ist denn durch Halbrasatan gerannt und hat die Götter und die Welt nach einer gewissen Schatzkammer befragt, hä? Ist dem so? Nun, ihr versteht sicher, dass ich euch diesen Schatz nicht überlassen kann. Von ihm soll Tavnir in schweren Zeiten zehren. Ich selbst erwog mit ihm nun die Verwüstung der letzten Tage zu dämmen. In dem Fall decken sich unsere Ziele ohnehin. Wir hatten nie vor, Eigenanspruch zu erheben, trotz all des vergossenen Schweißes. Stimmt's, meine Beste? Ja. Ja. Machen wir mal so. Verzeiht, ehrenwerte Wytra, aber dürfte ich dennoch einen weiteren Blick auf die Siegel in den Ruinen werfen? Selbstverständlich gelobe ich es nicht öffnen oder anderweitig manipulieren zu wollen. Jetzt habe ich's. Selbst wenn ich wollte, wäre ich doch nicht in der Position, gerade euch eine solche Bitte abzuschlagen. Nur zu. Hab Dank. Ich weiß euer Vertrauen zu schätzen. Nur zu gern würde ich dich begleiten. Doch warten die Loporit bereits gespannt auf meinen Bericht. Ich fürchte, hier müssen sich unsere Wege abermals trennen. Auch ich muss zurück nach Altschalayan. Denk bitte auch daran, dass Kiel dich noch sprechen wollte. Also gehe ich einfach davon aus, dass ich dich schon bald im Annex wiedersehen werde. Gib ordentlich auf dich Acht, ja? Und da waren es nur noch drei. Dann kehre ich nun in die Schatzkammer zurück. Das Portal wartet. Stoße doch auch zu mir, sobald es deine vielen Pflichten erlauben. Welche Pflichten? Mythen-Eoseas freigespielt. Sprich mit den Mitgliedern der Gelehrten in Bathesiens Annex, um diesen Epos zu beginnen. Okay. Also, erstmal Pizza bestellen. Bevor ich es ganz vergesse. Also, Pizza Tonno. Pizza. Wo ist sie denn? Ich hab die Pizza Tonno verloren. Da. Die ist weggeschwommen. Die ist weggeschwommen. Ich glaub's auch. Pizza Tonno. So.
Eieieiei, überhaupt nicht teuer, nein, nein. Na gut, die Lieferkosten kommen halt mit rein, ne? Lieferzeit, so schnell wie möglich, nein, nein. Ich hätte gern zu 22 Uhr meine Pizza. Oder? Oder zu 21:30 Uhr. Zu 22 Uhr. Und ich würde gern in Bar zahlen. Hörst du die Klingel überhaupt unten? Ja, ich habe hier unten eine Klingel. Wir haben so eine Steckklingel. Das heißt, oben ist eine und hier unten direkt bei mir hinter der Mauer hier. Also hinter der Säule ist eine. Okay. Ich glaube, ich müsste es sogar passend haben. Da gibt's das Trinkgeld nicht. Das kann ich dann hinterher per PayPal zahlen. Mit bestellen und bezahlen mit Barzahlung. Ja. Oh ja, okay. Pizzabrötchen, eine Pizza für heute und eine Pizza für morgen. Und Weißwein. Okay, dann lasse ich die Seite mal offen. Oh, ich freue mich auf meine Pizza. Nachher. 22 Uhr. Pizza, Pizza, Schalala. Nun wird das schatzgerecht verteilt und angemessen eingesetzt werden. Dürfte ich dabei wohl um eure beide Unterstützung bitten. Aber selbstverständlich, ich helfe gerne. Ich danke dir, Aidaria. Mitgefangen, mitgehangen. Ja, sozusagen. Okay, 5 Quests habe ich erledigt. Ganze 5. Was kommt jetzt? Ah ja, okay. Das Portal, es war offen, aufgerissen, doch nicht von, von dieser Seite, nein, von der anderen. Auch ich spürte jene Pforte, doch ist sie zu klein, um unsere Aufmerksamkeit würdig zu sein. Wir haben andere Prioritäten. Denn uns tut sich eine Gelegenheit auf, wie wir sie in Abertausenden von Jahren nicht gesehen haben. Sie darf uns nicht durch die Finger rinnen. Musik aus Final Fantasy 4. Doch dürften wir jene nicht unterschätzen, die Wolke der Dunkelheit stürzte. War sie auch gebunden in den Fesseln eines Pakts, hätte sie doch nicht durch sterbliche Hand dahin geschlachtet werden dürfen, wie ein gewöhnlicher Imp. Hey, lass sie nur kommen. Ich werde die Welt in die Tiefen stürzen und mich an ihrem hilflosen Gurgeln erfreuen, bis der letzte Hauch aus ihr gewichen ist. Ohne Witz, das erinnert mich gerade so mega an Final Fantasy 4. Dieser Eifer ist lobenswert, doch verliert unser Ziel nicht aus den Augen.
blickt auf zu unserem schwarzen Himmel und besinnt euch unseres Kampfes. Besinnt euch des Grundes für unseren nimmermüde Streben. Der sieht halt eins zu eins aus wie Golbis. Nee, war das Golbis? Nee. Doch, glaube ich. Es ist Zeit. Lasst die Trommeln des Krieges erscheinen und führt unsere Gestirn zu einer Lösung. Er sieht ungelogen aus wie der Antagonist aus Final Fantasy 4. Würde halt dazu passen. Nein! Kann ihn nicht ansprechen. Ich muss erst warten, bis alles hier fertig geladen hat. Jetzt. Auch noch mehr davon. Nikon Komport, Nikon à la Barbaros. Okay. So, ich melde mich mal denn für die Instanz an. Okay. Soll ich mitkommen? Wenn du möchtest. Wir können beide mitkommen. Ich muss nur einmal kurz durchlesen. Dann würde ich euch gleich einladen. Ja, dann mach. Ich hätte gern eure Meinung, wie das Schatz nun verteilt werden soll, wo wir deine Hilfe am dringendsten gebraucht und welches Vorgehen ist angemessen. Die ehrlichste Auskunft erhalten wir von den Kindern Tafnirs selbst, doch nicht alle werden frei mit mir sprechen können. Bin ich doch ihr Magistrat. Euch gegenüber werden sie offener sein. Dich bitte ich, nach Aikali und Yidlimat zu reisen, um die Fischer und Händler nach ihren Nöten und Sorgen zu fragen. Matsuya wäre ein guter erster Ansprechpartner, denke ich. Estinien hingegen sollte seine Schritte nach Palakas Ruh lenken, während ich mich gegen Gallenerzfeld wende. Okay. Sobald wir alle einen angemessenen Eindruck erhalten haben, finden wir uns wieder vor dem Megaduta-Tempel ein. Ich danke für eure Hilfe und wünsche euch gutes Gelingen. Wenn man sich anmelden muss, dann muss sie ja irgendwo hier rumstehen. Okay. Ballern. Oh. Ja, ich wollte mich selbst in die Gruppe einladen. Geil. Such mal, geht das? Wäre eine Möglichkeit. So, wartet. Ach, ich muss da eh hin. Haha! Ich melde gleich an. Ich will nur schon mal an Ort und Stelle reisen. Ja. Ist ja nicht weit.